Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum Ihnen der Kaffee hier schmeckt und warum er dort irgendwie bitter oder ihm überhaupt nicht schmeckt? Herr Salioglu weiß seine Antwort. Denn Herr Salioglu hat ein Kaffee-Rösterei-Fachgeschäft eröffnet. Kurz einen Kaffeeladen. Und um es vorwegzunehmen, der Kaffee von Herrn Salioglu schmeckt köstlich. Genau richtig. So wie er sein soll. Perfekt. Bitte noch einen Cappuccino. Doch was macht nun einen guten Kaffee aus? Mal abgesehen von der Pflanzensorte, dem Anbau, der Ernte, der Aufbereitung, der Reinigung, dem Rösten, der Zubereitung, der Temperatur und. Guter Kaffee muss halt im Abgang, wenn Sie trinken, im Gaumen einen guten Nachgeschmack hinterlassen. Darf nicht zu bitter schmecken und ja, ist halt Geschmackssache. Jeder, manche mögen es ein bisschen stärker, andere ein bisschen milder. Das ist halt ein Unterschied. Beim Kaffee ist es wie beim Computer. Je intensiver man sich damit befasst, umso mehr Variablen tauchen auf und umso weniger weiß man. Doch der Reihe nach. Kaffee kommt als Rohbohne in unseren Häfen an. Kaffee mittlerer bis sehr guter Qualität wird traditionell in Jutesäcken zu 60 Kilogramm transportiert. Kaffee schlechter Qualität kommt auch als lose Schüttware in Containern übers Meer. Ganz besonders teurer Kaffee wird sogar in vernagelten Holzfässern geliefert. Und jetzt kommen die Röstereien ins Spiel. Denn die meisten Deutschen kaufen ihren Kaffee ziegelförmig und vakuumverpackt beim Discounter. Aldi und Schibo gehören zu dem Oligopol von 6 Firmen, die 85% des Kaffeemarktes in Deutschland unter sich aufteilen. Was passiert denn beim Rösten? Und warum tritt hier ein entscheidender Qualitätsunterschied auf? Kaffee rösten kann eigentlich jeder. Man braucht dazu nur eine Hitzequelle, einen feuerfesten Behälter und etwas zum Umrühren. Und natürlich Rohbohnen. Grob gesagt kann man ein paar Esslöffel Rohbohnen in eine Pfanne werfen und auf den Herd stellen. Unter ständigem Rühren und bei voller Hitze ändert sich die Bohnenfarbe von grün zu intensivem Grün, später gelb, gelbbraun, braun, schließlich dunkelbraun. Spätestens zwischen gelbbraun und braun beginnen die Bohnen etwas verbrannt zu riechen. Die ganze Röstung dauert zwischen 10 und 20 Minuten. Während der Röstzeit fangen die Bohnen irgendwann an zu knacken und zu knistern. Dieses Knacken hört nach einer Minute auf, kommt aber später nochmal, diesmal leiser. Beim zweiten Knacken fangen die Bohnen an zu zerplatzen und dies sollte man möglichst verhindern, da sie sogar für Espresso nun zu lange geröstet worden sind. Will man Filterkaffee damit machen, dann sollte man sie nach Abschluss des ersten Knackens vom Herd nehmen. Einfache Sache, oder? Der grundsätzliche Unterschied zwischen der Röstung eines handwerklich arbeitenden Kleinrösters und eines auf Profit orientierten Großrösters ist die Röstzeit und die Rösttemperatur. Man kann nämlich eine Bohne auch in 90 Sekunden ordentlich dunkel rösten. Nur muss man dann die Temperatur auf über 400 Grad erhöhen. Großröster machen das so. Denn Zeit ist Geld. Ein Kleinröster, wenn er es gut mit der Bohne meint, braucht da schon etwas länger. Typische Röstzeiten für eine Trommelröstung sind 15 bis 25 Minuten. Die dabei erreichten Temperaturen liegen zwischen 200 und 230 Grad, je nach Rosttiefe. Und wo liegt der Unterschied im Geschmack? Nun, bei einer 90-Sekunden-Schockröstung haben die Bohnen nicht genügend Zeit, richtig auszurösten. Das Ergebnis ist eine säuerlichere Tasse Kaffee, die umso saurer zu schmecken scheint, je mehr sie abkühlt und es wegen des höheren Chlorogensäuregehalts nicht so gut mit dem Magen meint. In einer langsamen Röstung bei niedriger Temperatur hat die Bohne im besten Fall viel der ungünstigen Chlorogensäure verloren und viel an Aroma gewonnen. Guter Kaffee aus Langzeitröstung ist daher in der Regel bekömmlicher und aromatischer. Einfach leckerer. Und zum Schluss noch eine Geschichte. Nach einer alten Legende haben Hirten aus der äthiopischen Region Kaffa entdeckt, dass ein Teil ihrer Ziegenherde, der von einem Strauch mit weißen Blüten und roten Früchten gefressen hatte, bis in die Nacht hinein munter umhersprang, während die anderen Tiere müde waren. Als ein abessinischer Hirte selbst die Früchte des Strauchs probierte,
stellte er auch bei sich eine belebende Wirkung fest. Bei Nachforschung entdeckten die herbeigerufenen Mönche einige dunkelgrüne Pflanzen mit kirschenartigen Früchten. Sie bereiteten daraus einen Aufguss und konnten fortan bis tief in die Nacht hinein wach bleiben, beten und miteinander reden. Andere Quellen besagen, der Hirte habe die im rohen Zustand ungenießbaren Früchte angewidert ins Feuer gespuckt, woraufhin Düfte freigesetzt wurden. So entstand die Idee des Röstens.